Und der Blick geht nach Washington zu unserem US-Korrespondenten Michael Wühlenweber. Der Michael, wir wollen noch einmal auf dieses deutliche Votum, auf dieses historische Ergebnis mit dieser großen Mehrheit blicken bei der UN-Vollversammlung. Die Frage ist aber, was kann das jetzt tatsächlich bewegen? Also es ist zuerst einmal ein ganz starkes, aber nur symbolisches Signal, das muss man ganz klar sagen. Es hat keinen praktischen direkten Wert, es hat keine rechtliche Verbindlichkeit. Aber wenn nur noch die Paria der Weltgemeinschaft auf der russischen Seite sind, zeigt das natürlich Russland auf, wie isoliert man eigentlich am Ende dann doch ist. Und es sind ja noch einmal mehr Stimmen gewesen als bei der letzten Abstimmung im März, als die UN-Generalversammlung den Angriffskrieg Russlands verurteilt hat. Aber da haben wir auch gesehen, es hat natürlich im Denken und Handeln Wladimir Putins am Ende nichts bewegt. Und was man auch sagen muss, natürlich, Indien und China sind ja nicht dabei. Und das sind schon 2,8 Milliarden Menschen. Also das heißt, also ein großer Teil der Weltbevölkerung, die durch diese Staaten repräsentiert sind, sitzen eigentlich nicht im Boot dieser Ablehnung. Und das ist natürlich schade. Dennoch natürlich kann man hoffen, dass langfristig sich da vielleicht durch etwas bewegt. Der türkische Präsident im Übrigen, der im Beitrag ja schon angesprochen worden ist, der soll ja angeblich einen Vorschlag in der Tasche haben, wie man wieder miteinander ins Gespräch kommen könnte, also Russland und die Ukraine. Er versucht da ja schon seit einigen Wochen dran zu basteln, bisher ergebnislos, aber vielleicht kommt da etwas auch in Bewegung und auch aufgrund dessen, dass Wladimir Putin im Hinterkopf hat, die Situation jetzt, die weitere stärkere Isolation. Man kann das nur hoffen, aber eigentlich ist alles spekulativ, was man darüber vielleicht sagen kann, was das am Ende wirklich bewegen könnte. Es wird heute weitere internationale Beratungen geben. Und zwar geht es bei der NATO heute um Putins Atomdrohungen und über die Atomwaffenstrategie der NATO. Wie bedeutend ist das? Was können wir da erwarten? Also zuerst einmal ist das natürlich ein Muss, dass man angesichts dieser Drohungen, die da aus Russland kommen von Wladimir Putin, der ja mit dem Einsatz aller Mittel droht, also auch mit dem Einsatz nuklearer Waffen, dass man in irgendeiner Form sich innerhalb der NATO Gedanken macht. Also zuerst einmal ist das etwas Natürliches, Normales, dass innerhalb der nuklearen Planungsgruppe jetzt daran gearbeitet wird. Was wir nicht in Erfahrung bringen werden am Ende des Tages, was da diskutiert worden ist, wie es vielleicht diskutiert worden ist, denn die Ergebnisse sind und die Diskussionen auch innerhalb der nuklearen Planungsgruppe immer streng geheim. Also da wird nicht so viel durchsickern. Aber was wir wissen und was ja auch immer wieder betont wird, auch von Joe Biden noch einmal betont worden ist, es gibt bisher keinerlei Anzeichen und das ist das Gute, auch weiterhin keine Anzeichen, dass Russland Atomwaffen bewegen würde. Das sind ja Geheimdiensterkenntnisse. Auch Joe Biden glaubt eher nicht an den Einsatz von Atomwaffen, aber man will natürlich vorbereitet sein und man hat auch wohl durch Kanäle ganz klar gemacht, Wladimir Putin, was passiert, wenn tatsächlich er zu solch einem Mittel greifen sollte. Michael Wühlenweber, danke nach Washington.